Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Und ihr wisst ganz genau, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben nämlich jetzt die Laterne. Und ihr wisst, wo wir hin müssen. Ich habe sie doch vergessen. Das war im alten Haus, glaube ich, ne? Genau. Im alten Haus. Ne, dahin müssen wir. Hier längs. Genau, und das war... Ich habe jetzt mal den Granatenwerfer eingepackt. Ich hoffe mal, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe natürlich, weil wir im alten Haus, brauchen wir einfach den Flammenwerfer. Den Flammenwerfer habe ich natürlich dabei. Frag mich, ob die Nester auch kaputt bleiben oder... Wo steht das? Mit 8... Ach, hier. Lol. 1802. Okay, da wurde das Haus, denke ich mal, hier hinten gebaut. Denke ich mal, es wird die Bauzeit von dem Gebäude sein. Okay, wir müssen hier hoch. Und hier längs. Aber ich glaube, das war hier irgendwo der Mechanismus. Genau, hier rein. So, hier haben wir alles. Ja, hier haben wir alles. Hä, hey, Moment. Hör auf, Klavier zu spielen. Warte mal, wo steht das Ding überhaupt? Ich dachte, das steht jetzt hier. Ah, hier steht das. Haben wir das schon hier gelesen? Ja, ne? Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Hä? Hör auf, so dunkel zu sein. Aber macht Sinn, wenn ich gegen die Wand gucke. Genau. Also, euch darf ich nicht töten, oder was? Da haben wir das Rätsel auch schon mal gepackt. Ich guck mal kurz hier, ob hier noch was ist. Nein, okay. Also irgendeiner hat Klavier gespielt, das ist, macht mir irgendwie gerade Sorgen. Können wir nicht einfach die Tür zumachen? Gibt's hier noch was Interessantes? Aha. Okay. Scheiß Stern, Mann. Geh mir nicht in den Sack. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade verfolgt werden. My family. Okay, Evelyn. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Habe ich mich verzählt oder sind das genau 20 Menschen hier aufgezeichnet? Kann das sein, dass hier alle Menschen aufgemalt sind, die vermisst worden sind? Okay, gut. Ich denke mal, es werden auch die Schuhe... Die haben alle dieselben Schuhe angehabt? Echt jetzt? Okay. Also bitte, ein bisschen modisch kann man ja noch sein. Man muss ja nie das anziehen, was die anderen auch schon anhaben. Mensch. Muss ja nie jeden Trend hier nachlaufen. Okay, wir sind jetzt im... Wisst ihr, an was mich das jetzt hier gerade erinnert? Na? Okay, ihr seid drauf gekommen hoffentlich. An die Omi. Was ist denn mit der Omi eigentlich? Ah, schade, dass es klappt. Was ist denn eigentlich mit der Omi? Stimmt, was ist denn mit der? Die hätte ich ja komplett vergessen. Das Schiff. Okay, von dem Schiff ist man ja schon Bescheid. Und ich glaube, von Schiff her kam die Seuche. Oder das Virus, besser gesagt.
haben wir das Virus vielleicht auch schon und wir bilden uns ja alles ein. Aber wir müssen ja das Virus haben, weil unsere Hand angetackert ist und wir unsere Hand bewegen können. Und keine Schmerzen wirklich haben. Also denke ich mal, wir werden schon leicht vom Virus befallen worden sein. Was ist... Das sind, glaube ich, nur Motten. Okay. Habe ich bei mir in der Wohnung auch. Ganz normal. Ja, fickt euch. Wisst ihr das? Mhm. Nehm mal wieder das Messer in die Hand. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Da oben... Was hängt da? Was ist das? Ein Stuhl, ein Hocker, ein Barhocker, ein Roter. Okay, hier ist ein Brief, ein Zettelchen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das sind die ersten Anzeichen. Dass die den Virus, wie soll ich das erklären? Dass sie vielleicht den Virus langsam doch gemerkt haben. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja, die ist einfach doof im Kopf. Das ist ein bisschen krank. Bleib fort. Oh oh. Gut. Ich muss ja dazu sagen, wenn mir eine Stimme sagt, bleib fort, dann gehen wir ja wieder hier raus. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir beenden jetzt hier das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Nein, wir machen natürlich weiter. Was haben wir denn hier? Ein Ball? Okay, da haben wir das Zimmer. Oh oh. Ganz, ganz, ganz böses Gefühl hier gerade. Wirklich ein ganz böses Gefühl. Und ich werde schon mal meine Facecam hier wegmachen, weil ich mal mir gut vorstellen kann, dass jetzt was passiert. Oder auch nicht. Aha. Okay, das fand ich jetzt cool. Ich lasse mal kurz meine Facecam aus. Ich habe das Gefühl, das wird hier gleich irgendwie... Das klubt doch jetzt nie, das klubt doch selber nie, dass ich jetzt hier den Arm nehme. Moment. Können wir gleich nochmal drüber reden. So, nachgeladen. Ihr habt doch eine Macke. Gut. Oh, das wird... Nee. Nee, mach das nie. Die Serie arm. Warum? Was? Alter! Oh Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Ich will nie. Oh fuck. Ich hab absolut keinen Bock mehr, ne?
Scheiße. Oh, ey. Mutti, hör doch mal auf mit der Musik. Ich geh jetzt so hier lang. Was ist denn... Was steht denn hier? Kenn ich nicht. Gut. Oh, 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 oh. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Hä? Bist du bescheuert? Lass die Tür jetzt auf. Nein. Die Musik, ey, ohne Mist, wenn ihr das selber spielt, ihr guckt ja gerade nur zu, aber wenn ihr das selber spielt und so eine Musik auf euch zukommt, ich werde gleich sowas von erschrocken, das kann ich, da wette ich mit euch. Irgendwas passiert jetzt gleich. Und ich höre schon wieder hier einen Kasper. Das war so klar. Piss dich hier. Oh, fuck. Was? Oh, oh, nee, au. Fuck, warte mal. Hier, oh. Das Ding muss ich auch mal hier wieder. Hallo? Okay, das Feuer ist scheiße. Ich glaube, gegen die. Da bin ich auch gar nicht mehr, die Kacklappen. Ach, kannst mal. Ich hab keinen Bock. Und ich hab einen Rock. Achso, das ist hier. Achso, da sind wir ja reingekommen. Hey, das kennen wir schon, das Bild. Ich vertraue den Laden überhaupt gar nicht, ne? Zoe, rette... Hi. Oh, hör doch mal auf zu rennen. Mal um. Fuck, ey, kipp. Ist er jetzt tot oder nicht? Tot. Ich hab AIDS. Ich hab AIDS. Okay, Moment. Haben wir doch. Erste Hilfe. So kann ich das jetzt gerade nicht. Achso. Mach ich halt so. Mache ich zu Hause auch immer. Wenn ich eine Verletzung habe. Egal wie tief die ist. Einfach nur Alkohol drauf und dann geht's weiter. So mache ich das immer. Brennt auch immer sehr schön. Also man fühlt sich danach lebendig. Sehr lebendig. So, da haben wir das doch erfolgreich überstanden. Jetzt ist aber gerade meine Frage, wo müssen wir mit den Serum jetzt hin?
Also ich sag mal so, wir müssten eigentlich jetzt in dem Haus fertsch sein. Also wir haben jetzt wirklich alles. Ich würde trotzdem noch mal gerne gucken, ob wir irgendwie noch was vergessen haben. Klar, ruft die Alte jetzt an. Natürlich. Ich habe so viel Zeit. Hast du ihn gefunden? Nee. Ich habe... Nein. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Nein. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Ich soll jetzt einen Wohnwagen vertrauen. Also langsam, ne? Sie wartet im Wohnwagen. Okay, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich würde gerne nochmal ganz kurz hier durchwaschen. Aber wirklich alles gefunden haben. Okay, oder vielleicht auch nicht. Oh, ich habe keinen Bock jetzt mal auf die Viecher, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich will halt wissen, ob wir nie vielleicht doch was vergessen haben. Komm, wir gehen noch mal kurz hier schnell durch. Können wir mal kurz hier gucken? Aber hier haben wir auch nichts, okay? Was macht die O... Na hallo, bist du öfters hier? Ja, denn ich bin eine Puppe, du Idiot. Achso, okay. Aua, 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 aua. Ich glaube aber, die Dinger kommen wieder, ne? Ich glaube, ich habe die Dinger kaputt gemacht und die kommen doch wieder, ne? Oder vertue ich mich gerade einfach nur? Hier haben wir jetzt auch alles, ne? Okay... Guck nochmal hier. Kerzen finde ich scheiße. Mensch. Geh weg. Ich kaufe nichts. Ich möchte nichts. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Als Jungi sehe ich immer hier mit solchen Riesenmücken stechen müssen. Nur weil sie Jungies tun, muss nicht bedeuten, dass ich das Auto tue. Okay, hier haben wir auch wieder nichts. Da waren wir schon. Okay. Dann schnell nochmal hier hinten gucken, ob... Aua. Ob wir alles haben. Was? Ist mir jetzt egal. Okay. Ich glaube, wir haben wirklich alles hier, ne? Heftig. Ich dachte, wir hätten irgendwo noch was vergessen. Wohl habe ich nie das Zeug dabei, wo man hier... Kann ich mit dem Arm eigentlich winken? Oh, schade. Ich würde halt voll gerne mit dem Arm so winken. Fände ich irgendwie cool. Hätte Style. Habe ich nie... Das war's doch hier, ne? Genau. Nehmen wir mal... Nee, halt. Einmal nur mit. Genau. Und dann würde ich gleich mal sagen, wir setzen das von hier aus jetzt einfach mal ein. Also wäre schon krank. Ich hab's gehört. Ich dachte aber, es wäre... Nee, da. Okay, Starlings. Irgendwo hier haben wir noch was vergessen. Ah, ich hätte zwei mitnehmen sollen, ne? Ich sehe das gerade. Es wird doch bestimmt gleich hier schon da. Sieht echt delicious aus, ne? Man tut, was man kann. Alles für die Fans.
Hier haben wir noch was vergessen. Okay, das haben wir auch. Aber wir sind durch. Wir haben wirklich alles hier, hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, aber wir haben wirklich alles hier eingesammelt. Krass. Nee, da, sag ich doch. Wir haben es auch nicht getan. Also fast alles eingesammelt, Mensch. Ein bisschen was. Was? Auch schon wieder? Achso. Och, Alter, die gehen mir echt auf den Sack hier. Ich will doch nur... Hä? Och, Alter. Reicht doch hier. Ich muss langsam ein bisschen aufpassen wegen den Leben. Alter, wie lange wollen die mich noch stechen? Okay, wir müssen uns heilen. Ey, das ist natürlich jetzt... Mann, ich habe jetzt halt noch ein Ding mitgenommen, ne? Wo war noch was? Irgendwo hier, ne? Das geht mir echt auf den Sack, ne? Oh ne, ich habe keinen Kopf. Nö. Nö. Kein Bock mehr. Ja, ich weiß, ich kann die halt mit voll töten, aber... Irgendwie verbrauche ich dann eher meine Munition, weil die Viecher kommen scheinbar eh wieder oder ich... Keine Ahnung. Ich bin einfach nur doof. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Viecher kommen wieder, also... Dafür will ich jetzt nicht meinen wertvollen Brennstoff vergeuden. Ich guck nochmal ganz kurz hier. Nee. Gut. Natürlich doof, wir haben jetzt zweimal Killstuff verbraten, aber ja gut, so ist es manchmal ein Krieg ohne in der Liebe. Das machst du nichts, ne? Haben wir hier noch was? Ne? Die Geheimnisse, okay. Boah, wer ist denn hier in meinem Wohnwagen? Weil das die Alte uns auch einfach hier campen lässt, ne? Finde ich voll nett. Hallo? Ja? Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Ach nö, Quatsch. Ich gehe einfach. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Ich mag den erst voll nett. Schau in den Kühlschrank. Gut, dann gucken wir mal kurz hier in den Kühlschrank rein, wenn er es unbedingt möchte. Was kriegen wir hier für 5 nochmal? Ja, Nadel, es ist, weiß ich nicht. Für 9, das hätte ich halt gerne. Darauf würde ich gerne sparen. Die Magnum möchte ich gerne. Die 44er. Mmh, yum, yum, yum. Ah! Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Ja. Da wissen wir, was wir als nächstes vorhaben, ne? Und, ja, bis dahin sehen wir uns hoffentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.